ein kurzes Java-Beispielprogramm fliegt hier mal rein. Java-Programme bestehen immer aus Klassen. Java-Programme sind in dem Sinne immer objektorientiert. Hier ist das mal skizziert, Public Class Summe. Java-Programme haben immer einen Namen, der bereits durch den Klassennamen ausgedrückt wird. Dann gibt es, wie im Hamster-Modell auch, eine sogenannte Main-Prozedur, die jetzt syntaktisch etwas anders aussieht. Bei einer solchen Prozedur, einer solchen Main-Prozedur, startet ein Programm immer. Innerhalb dieser Prozedur stehen jetzt Anweisungen. Die kennen Sie ja bereits. Hier wird beispielsweise eine Variable, eine Integer-Variable erg, definiert und initialisiert. Und dann ist hier eine Schleife. Vorschleifen kennen wir noch nicht. Das sind Alternativen zu While-Schleifen. Und in dieser Schleife werden beispielsweise Anweisungen wie hier die Addition ausgeführt. Und dann gibt es spezielle Anweisungen, die über die Klassenbibliothek verfügbar sind, wie hier System.out.println, die als beispielsweise Ausgabebefehl dienen. Und was macht dieses Programm? Wenn ich es ausführe, berechnet es die Summe der Zahlen von 1 bis 100 und gibt das Ergebnis auf dem Bildschirm aus.